Jetzt soll ich wieder so einen Zettel ausfüllen. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich da meine echte Adresse aufschreibe und meine echte Telefonnummer hinterlasse, oder? Was kommt darauf? Adolf Söder. München. Oder irgend sowas. Ja, kann man auch Bill Gates draufschreiben. Oder Karl Lauterbach. Wäre natürlich schön, wenn ich dann auch noch seine richtige Adresse hätte und Telefonnummer. Dann könnte ich die da auch noch draufschreiben. Mir ist heute noch ein interessanter Gedanke gekommen, nämlich eigentlich müsste man die Bill und Melinda Gates Stiftung verbieten. Komplett. Das meine ich ernst. Eine Lobbyist muss Gesellschaft, die auf eine derartige Art und Weise die Gesellschaft knebelt, vor sich herschiebt und ihre eigenen Interessen durchsetzt, hat keinerlei Daseinsberechtigung. Nicht hier bei uns in Deutschland und auch nirgendwo anders. Das ist Lobbyismus 1a. Besser kann man es nicht machen. Die machen, was sie wollen mit uns. Die benutzen unsere Medien, führen uns an der Nase herum, verkaufen uns ihre Produkte. Geht überhaupt nicht. Also, wer von mir gewählt werden will, der sagt jetzt mal laut, wir werden die Bill und Melinda Gates Stiftung in Deutschland verbieten. Die werden hier kein Bein mehr auf den Boden kriegen. Der Bill kriegt keine 8 Minuten im Fernsehen. Die kann er sich auch nicht kaufen. Er kann sein Geld sich an den Hut stecken. Braucht ihn einfach nicht. Also, Bill Gates, Karl Lauterbach, Adolf Söder und Bill und Melinda Gates Stiftung verbieten.